plus beau. Allez, allez, allez. Hallo, liebe Leute. Kleiner Zwischenstopp, kleiner Sprung. Wir sind hier bei Veltins und haben hier gerade die dB-Messung durchgeführt mit dem geeichten Gerät. Aber das seht ihr später oder in einzelnen Videos. Und wir fahren jetzt zur Eisprinzessin. Also Leute, aufsitzen! Kann ich? Ja. Warte, kommt ein Auto? Du musst, ich habe nämlich Hunger auf Eis. Okay. Wenn die jetzt nicht da ist, dann haben wir aber Auto. Ah, er ist schon da, gut. Dann fahren wir wieder vor, hinter Sabrina her. Jetzt kriegst du die geballte Ladung. Einmal von vorne und einmal von hinten gefilmt. Volle Programm, du. Das volle Programm. Sandwich. Leute, wenn das Video jetzt abrupt enden sollte, dann sagen wir schon mal Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der GoPro-Akku hält. Ja, tschüss. Ciao. Ah, ist das eine Aussicht. Ja. Herrlich. Herrlich. Oh, wir sehen das Knistern hier immer ein bisschen wegen den Hochspannungsleitungen und so. Aber das macht nichts. Ja, noch so Info am Rande. Wollte ich kein extra Video drüber machen, aber wer da Sena 10C Evo hat, der wird festgestellt haben, dass GoPro das diese Meckerei von den anderen sich so zu Herzen genommen hat, dass sie versuchen, mit dem Außenmikrofon irgendwelche Außensounds aufzunehmen. Was aber meiner Meinung nach der falsche Weg ist, weil ja, das gibt nur Windgeräusche, sonst gar nichts. Und wer da Probleme mit Wind hat bei höheren Geschwindigkeiten, der soll sich mal ein ganz kleines Stückchen Schaumstoff nehmen, so ein ganz kleines Fitzelchen, so einen halben kleinen Fingernagel, und den über das Loch halten und dann einfach mit Tesafilm abkleben. Das habe ich jetzt gemacht und habe mir das in den letzten zwei Videos mal angeguckt und angehört. Also ich finde es tausendmal besser. Der Riker Biker, der Hermann, der hat das auch schon probiert, hat allerdings den Schaumstoff weggelassen. Da war es auch schon einiges besser. Jetzt will er nochmal irgendwann den Schaumstoff auch noch dazwischen machen. Und wir hoffen alle auf ein Firmware-Update, wo dieser Blödsinn wieder rückgängig gemacht wird. Weil dann ja lieber das Sena 10C Pro, was alles wegfiltert, wie so extreme Windgeräusche. Also Sena, wenn ihr das hört, dann müsst ihr nochmal nacharbeiten. Und ich hätte auch gerne meine Einstellung zurück von dem Firmware-Update 4.0 oder welche das war. Ob ich da noch ein bisschen am Bild rumfuschen konnte und so. Ich glaube 2.4, ne? 2.4, oder glaube ich, ja. Man kann das ja alles verstehen, ne? Es gab Schwierigkeiten damit, es musste da rausgenommen werden. Dann kam Corona, wer weiß, ob die durchgearbeitet haben oder auch Kurzarbeit hatten oder was auch immer. Aber wir hoffen, dass das nochmal wiederkommt. Jetzt pfeift es bei mir wieder, das ist unglaublich. Jetzt hier rechts, ne? Ja.
ist er schon hier, ne? Gucken wir zwar jetzt doch von hinten, aber scheiß drauf. Nee, kommen wir nicht. Ne? Nee, wir fahren einfach weiter. Bleibe ich mal lieber stehen. Aber von mir aus können wir jetzt auch die kürzeste Strecke nehmen. Ist ja schon recht spät, oder? Wir haben gerade mal 5 Uhr. Ja, mit Eis und Essen und Pizza bestellen. Aber dann fahren wir gleich wieder die gleiche Strecke wieder zurück. Macht nichts. Ich glaube, Claudia ist ein bisschen kaputto. Etwas flach. Ja. Wir sind ja nicht das letzte Mal hier. Können wir beim nächsten Mal das Rest des Sauerlandes abspulen. Jo. Aber hat gut durchgehalten, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ist auch nicht immer leichter, so hinten drauf zu sitzen. Passiv alles auf sich einwirken zu lassen. Ja. Ich habe gerade gesehen, wo wir den DB-Test gemacht haben, dass ich eine verdammtes Insekt genau mitten auf der Kamera hatte. Ich hoffe nicht, dass das die ganze Fahrt so war. Dann entschuldige ich mich dafür, aber so im Sommer mit dem Nakedbike ohne Scheibe ist das immer ein gefährliches Spiel. Kann ja jede Sekunde so ein Vieh da drauf vorfliegen. Ja, das stimmt. Hat beim Winter mehr Ruhe mit Visierputzen. Naja. So ist es. Aber ist der Sommer trotzdem wieder lieber? Ja, auf jeden Fall. Ach, das sind die Glocken von der Kirche, ey. Mhm. Ja, ich habe auch kurz in den Rückspiegel geguckt, wo ist Tütata, aber... Oh, ich denke, was ist das für laut irgendwo, ey. Ja. Juhu! Ja. Claudia hat sich wieder eine Jacke gekrallt, also sie ist noch da. Ja, wir haben schon schwer, wir Motorradfahrer. Ja. Ja, vor allen Dingen du, Kai. Ja. Ja. Wo wir gerade beim Motorradfahrer sind, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal brennend interessieren, was ihr da jetzt von dieser Österreich-Regel haltet. Von ihrer DB-Regelung, wer noch woher fahren darf und wer nicht. Die sind ja da rigoros irgendwie, aber weiß ich auch nicht.
Ich finde immer, man müsste mehr kontrollieren und die schwarzen Schafe raus und bestrafen und so, ja. Aber es wird mir im Moment viel zu viel über einen Kamm geschert. Wo war denn das nochmal, was der Typ gesagt hat bei Louis, wo du gesagt hast, wegen dem Warndreieck, Verbandskasten mitzunehmen beim Motorradfahren? Das glaube ich auch in Österreich. Da musst du Verbandskasten und Warndreieck haben, irgendwie im Motorrad. Ich weiß auch nicht, wo du es hinstecken sollst, wenn du nicht gerade auf Reise eingestellt bist und hast Koffer und Satteltaschen dran und sowas. Dann geht's ja aber. Ja. Für die, die da wohnen und da immer fahren mit so Maschinen wie wir haben, so Naked Bikes und sowas, das ist ja nicht gerade so klein, dieser Verbandskasten. Da, wo willst du das Ding denn hin tun? Tja. Kaserne sitzt man gar nicht rein, das passt doch gar nicht. Nee. Nee. Es war kleiner wie beim Auto, das Teil, aber es ist immer noch zu groß, um einfach so unter der Sitzbank zu machen, je nachdem. Also wenn ich jetzt die Sitzbank unter den Sozio sitze, habe ich ein bisschen Platz, aber nur weil ich die Alarmanlage nicht haben wollte. Derjenige, der jetzt da noch eine Alarmanlage hat, der hat da überhaupt gar keinen Platz. Aber auch mein Platz ist noch zu wenig, um da einen Verbandskasten reinzukriegen. Ja, und bei dieser kriegst du auch nichts mehr drunter. Da hast du die Bedienungsanleitung und eine ABE habe ich da drin. Das war's. Ja. Mehr hast du keine Chance. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles Schikane im Moment. Und halt, wie gesagt, das ist alle. Wenn so ein paar Leute wie die Idioten fahren und sowas, dann sind alle Motorradfahrer sind Heizer. Ja. Ja, das sowieso. Na, juckt die Nase? Nee, das Auge. Hol doch raus. Ja. Kannst ja mal ein Auge drauf werfen. Genau, kann ich mal ein Auge drauf werfen. Jetzt habe ich auch noch eine Mücke hier drin, ey. Junge. Claudia bewegt sich noch, sie ist noch wach. Das ist gut. Das ist gut. Hier gehen überall die Glocken. 5 Uhr, Kirche. Samstag, Abendmesse. Ha, also irgendeiner hat da richtig was Gutes getan, der dir diese Spiegel, diese Blinker empfohlen hat. Die sehen so geil aus. Ja, wer war denn das? Weiß ich auch nicht. Guck mal, Leute. In so einer schwarz-weißen Karre, die sehen doch einfach klasse aus. Ja, die sind geil. Vorne auch. Schick. Claudia denkt nur, was hat der für Probleme? Ich kann ja jetzt nicht hören, was ich sage. Möchte ich jetzt nicht unbedingt wissen, was die sich so denkt. Das sah auch geil aus, ne? Was denn? Da denkst du, der knallt so durch. Ja, du. Das Auto, ja. Ich war auch am Überlegen. Kriegst schon Pumpe beim Zugucken, du. Mann, ey. Also manchmal, du. Ja, das ist ja das, was ich auch immer sage. Dieser ganze Bußgeldkatalog und die ganzen Beschilderungen und die Geschwindigkeiten und sowas, die sind ja schon von Anno Tuck. Das heißt also, die wurden irgendwann mal aufgestellt, wo die Autos noch mit Hartplastikreifen durch die Gegend gefahren sind und mit Bremsen, die mehr geschliffen haben wie gebremst.
und alles sowas, ohne irgendwelche Assistenzsysteme und Frühwarnsysteme und Fußgängererkennung und was es heute alles gibt. Aber der Bußgeldkatalog, der wird immer weiterentwickelt und wird immer schärfer gemacht und sowas. Aber es wird nicht einmal mal gesagt, okay, ja, diese Straße hier mit 50, 60, 70 und so, in der heutigen Technik und der heutigen Reifen, die es auf den Autos gibt und sowas, könnte man ein bisschen schneller machen. Das heißt, es ist noch nie gewesen, ne? Nee. Könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Die ein oder andere 70er-Zone auswärts oder so. In der Stadt sage ich gar nichts. Das ist alles gut. Aber die ein oder andere 50er, 70er-Zone über Land, da fragt man sich echt. Langweilt mich. Schon da. Claudia denkt bestimmt so. Ja, die setzt sich schon immer von links nach rechts und mal so und dann die Hand wieder frei und die Hand wieder frei. Jo. Ja gut, sie ist das natürlich auch nicht gewohnt. Wenn sie mal mit dir mitfährt, dann seid ihr 2 Stunden unterwegs, ne? Ja, wenn überhaupt. Meistens fahren wir immer nur zum Nachbarort, weißt du, und gehen dann da bei Garde noch irgendwie einen Kaffee trinken oder sowas. Ja. Und dann tapern wir wieder zurück. Aber dass wir jetzt mal so 2 Stunden, 3 Stunden, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, also gut, dass ihr morgen schon zurückfahrt und dass Montag noch ein Feiertag ist. Da werdet ihr wahrscheinlich irgendwie auf der Couch festgeklebt sein und werdet Muskelkater haben. Ja, das haben wir auch schon gesagt. Gut, dass das morgen noch frei ist, wie mit Montag. Das ist dann ganz gut. Kann ich Montag nämlich den Bock sauber machen. Ach nee, darf ich ja nicht mehr sagen. Und dann mache ich das Gestänge hinten ab. Mal sehen, Waschbox, weiß ich nicht, ob die aufhaben bei uns. Kette wieder durchpusten. Naja, eine Regenfahrt hast du ja nicht gehabt. Und, nö. Also einmal heiße Prielwasser und einen Schwamm und eine Gießkanne zum Nachspülen, das reicht auch, habe ich festgestellt. Ja. Wenn man nicht gerade eine Regenfahrt hatte, wo das dann in jeder Ritze halt dreckig ist, dann kann man da nicht mehr ganz so viel mitmachen. Stimmt. Jetzt sind wir schon an der Sorge. Das siehst du. Aber ist ganz schön wenig los hier, oder mache ich das nur? Ja, du siehst ja auch noch nicht viel. Aber sonst laufen hier schon mal mehr Leute. Tja, liebe Leute. Mit dem coolen Ausblick nehme ich euch jetzt zwar noch mit zum Eisessen oder auf dem Parkplatz zumindest. Ne, nehme ich nicht, weil meine Kamera gerade ausgegangen ist. Ja gut, aber der Sena läuft ja noch. Also wird er das Ende jetzt mit dem Sena sehen. Leutchen, geiler Tag für uns, geht zu Ende. Danke, dass ihr dabei wart. Nicht vergessen, Daumen hoch, Klick, abonnieren, kastrieren, kastrieren, genau, teilen, kastrieren. Teilen und weitersagen und ja. Also, kastrieren, blamieren. Das habe ich gerade schon getan. Und Eiswagen ist auch da. Alles gut, liebe Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.